Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, zieh fest das Segel an. Und schon ist der kleine Stadtstreicher wieder auf einer Zeitreise in die Geschichte. Schauen wir mal, ob das auch zum Beamen funktioniert. Ja, liebe Leute, der kleine Stadtstreicher inmitten einer echten Wikinger-Sippe. Wo kommt ihr denn her? Aus welchem nordischen Land? Niederösterreich. Perfekt. Ist ja auch im Norden von Österreich. Genau. Wie kommt man dazu, in der Freizeit natürlich, sich so intensiv mit alten Kulturen, kann man ja ruhig sagen, zu beschäftigen? Ja, da gibt es viele Ansätze. Meiner war, ich habe mir ein Schwert gekauft und wollte kein Depp sein, der ein Schwert hat, mit dem man nicht umgehen kann. Also habe ich kämpfen gelernt. Und das ist in dieser Szene hier sehr verbreitet. Natürlich gibt es dann auch die Lagergruppen, das Lagerleben, die Gemeinschaft im Lagerfeuer. Und man möchte es nicht glauben, die Sachen sind super gemütlich, wenn man mal eine kleine Ausrüstung hat. Es ist ein nettes Kämpfen, eine Flucht aus dem üblichen Alltag. Und eine sehr interessante Zeit an sich. Mein großer Ansatz war im Endeffekt, als du mich gefragt hast, willst du dich mit Schwertern schlagen? Damit hat er angefangen. Die interessante Zeit kann ich also nur bestätigen. Allein wenn man euch zusieht, wenn ihr den Leuten die Dinge da vorführt, wie sie damals gewesen sind. Wie studiert man diese Dinge, dass man dann auch wirklich authentisch wird? Da gibt es im Endeffekt zwei große Möglichkeiten. Die eine ist, man recherchiert sehr viel im Internet und schaut halt Funde an, schaut sonstige Ausgrabungen an. Die andere Möglichkeit ist, man unterhält sich mit den anderen Leuten am Markt und auf den Lagern, weil was da an Wissensbasis schon mittlerweile aufgebaut ist von Leuten, die dann teilweise wirklich von der Färbung bis zum Webemuster, vom Stoff auf alles genau achten, ist... Es gibt immer einen Experten oder eine Expertin für ein spezielles Ding, wo man dann sagen kann, geh zu der Person hin und frag. Spätestens, wenn man sich die ersten Sachen gekauft hat, sagen einem alle, was falsch dran ist. War die Wikingerzeit eigentlich eine so kriegerische, wie sie in der Geschichte dargestellt wird? Naja, es war grundsätzlich ein wilderes Leben. Jemanden töten war immer noch eine Straftat. Allerdings gab es nicht unbedingt ein Gericht an sich. Es gab halt die Sippe, die das für sich ausgemacht hat, oder öfters mal größere Sippenverbände oder auch erste Städte. Und dort gab es wohl eine Regelung, an die sich die Leute halten mussten. Aber alles, was außerhalb davon ist, ist, was keiner weiß, macht niemanden heiß. Das gilt ja heutzutage auch noch, speziell wenn man an die Politik denkt. Genau. Ganz genau, also da hat sich nicht so viel geändert, wie man glauben würde. Es ist noch heutzutage schwieriger zum Verstecken. Und was halt auch dazu kommt, ist, viele von den schriftlichen Quellen, die man hat, sind von Leuten, die von den Wikingern überfallen wurden und deswegen nicht ganz so gut auf sie zu sprechen waren, was dann halt zu recht vielen Vorurteilen, die sich bis heute noch halten, geführt hat. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für die kurzzeitige Aufnahme in euren Wikinger Stamm und wünsche euch weiter viel Spaß bei eurem wirklich interessanten und tollen Hobby. So, das war eine interessante Taktik. Nicht auch durch. Leute hakeln sich ein, es geht Schild hinter Schild, jeder drückt am nächsten an und der Erste tut nur zurückhalten, weil sonst schieben wir den auch noch irgendwo durch. Passiert dann im Endeffekt eh, aber man will das timen. Die ganze Energie von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leuten rennt jetzt da los und kracht in den Schildwall, wo ich vorher erklärt habe, 3 Leute halten einen Schild. Das ist schon wirklich viel. Aber da fliegen die Fetzen. Der
fliegen da jetzt nicht durch die Zuschauer durch. Und mit dem einen Speer kann man sich trotzdem auch decken, weil man hat ein Schild. Ja. Kompliment, schaust du! Einen riesen Applaus! Der Kampf selber, muss ich nur dazu sagen, es ist eigentlich eine Abfolge. Jetzt habe ich eine Frage an eine junge Dame, die sich mit diesen Dingen sicher auskennt, weil die Wikingerinnen ja auch schon kriegerisch erzogen wurden, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das hier ein richtiger Wikingerheld? Nein, das ist kein Wikingerheld. Das ist. Und ich habe einen solchen gekauft. Nein. Ein Scherz. Es ist ein hübscher Helm, aber kein Wikingerhelm. Für die Wikinger wäre er sehr unpraktisch gewesen, da wenn der Gegner mit dem Schwert hier zum Beispiel auf so ein Horn schlägt, er leicht hier anziehen kann und dann fällt man um. Und okay. Das wäre im Kampf äußerst unpraktisch gewesen. Die Wikinger haben also mit dem einen sehr ähnlichen Helm getragen, nur die Hörner fehlen, weil die eben unpraktisch sind. Ganz typisch sind die vorne diese Nase, die eben auch die Nase schützt, weil die sehr heikel ist. Das Nasenbein ist schnell gebrochen. Oftmals war diese Nase dann schon verziert. Hier sieht man die Andeutung eines Vogels, möglicherweise eines Rabens. Wir wissen, Odins Raben, Lupin und Munin, genau. Auch eine Schutzgeschichte, also ist auch sicher etwas Religiöses dahinter. Diese Helme sind aufgekommen, da ist Wagner bzw. der Maskenbildner der Uraufführung von Wagners Ring des Nibelungen schuld. Der hat solche Helme für diese Uraufführung verwendet. Man kann nur annehmen, wie er auf die Idee gekommen ist. Es gibt Zeichnungen, authentische bzw. Steinritzungen, wo jemand so einen Hörnerhelm aufhat. Da wird aber angenommen, dass das zu Ritualzwecken war, weil, wie gesagt, im Kampf ist unpraktisch und man nimmt eben an, dass dieser Maskenbildner, weil ihm das gefallen hat, weil es natürlich beeindruckend ist, sich daran angelehnt hat und deswegen diese Form hat und jetzt sind eben die Wikingerhelme mit Hörnern. In Wirklichkeit ohne. Und diesen Helm kann man wie den sprichwörtlichen Stier bei den Hörnern packen. Tja, Vickys Freundin heißt Ilvi, aber diese bezaubernde junge Dame heißt nicht Ilvi. Welche? Ich heiße Emily. Was macht dir denn so an dem, was du gerade machst, so viel Spaß? Also, ich tue zum Beispiel gerade für mein Puppe ein Gewand nähen, weil die hat bis jetzt nur das Leinenkleid gehabt. Und mir macht einfach Spaß zum Nähen, weil ich. Ja, das, mit dem bin ich eigentlich schon relativ aufgewachsen. Bin dann als Meister vom Gewand selber nähen. Und mir macht das einfach Spaß, weil ich da kreativ sein kann. Was sind denn die Wikinger für ein Volk?
also es hat das Frühmittelalter, das Hochmittelalter und das Spätmittelalter gegeben. Und da hat es ganz verschiedene Gruppen gegeben. Die Wikinger sind eben teilweise Krieger, teilweise Handelsleute, ganz unterschiedlich. Im Prinzip ein normales Dorf. Und dann hat es auch noch einen Jarl oder wie bei Indianern zum Beispiel Häuptling gegeben, der was quasi der Oberboss war. So toll hätte ich das nicht einmal mit einem Lexikon erklären können. Danke dir. Hnefatafl, ein Gesellschaftsspiel der Wikinger, das aber wahrscheinlich sogar von den Kriegshäuptlingen geführt wurde, um die Strategien für die Angriffe auszuproben. Entschuldigt, dass ich euch da so bei der Arbeit störe, aber ihr seid ja jetzt nicht gerade Politiker, dass ihr heiße Luft produziert, sondern ihr habt ja ganz eine andere Beschäftigung, oder? Ja, ist korrekt. Was tut ihr denn da? Ah, wieder ein Schmieden. Was ist die Wikinger überhaupt? Selbstverständlich. Wozu? Naja, wir brauchen Werkzeug, wir brauchen Haring, wir brauchen Nägel zuhauf und die schenkt uns leider keiner. Die können wir fladern oder selber produzieren. Also und ihr seid jetzt diese Art von Wikinger, die eher Handel treibt? Genau, Handel und Handwerk. Bis wie weit sind denn die Wikinger in ihren Handelsbeziehungen gekommen? Ja, das ist sehr weit. Also angefangen vom Frankenreich über Konstantinopel, die Seidenstraße entlang, also oben Marokko sind Funde gewesen, Sizilien, also so gesehen, sie haben eigentlich das Mittelmeer sehr wohl bereist, natürlich die Nord- und Ostküsten, Grönland, Island. Ja. Na bumm, da habe ich jetzt wieder einiges Neues gelernt. Aber was ich immerhin, weil du gesagt hast, Grönland, also wir wissen ja, dass Erik der Rote der Erste war, der Amerika entdeckt hat. Ja, der Erik war es jetzt nicht direkt, aber er war unter anderem in Amerika, ja. Nur er hat es noch nicht gewusst. Genau, in Neufundland in dem Fall waren es, ne? Ja, dann will ich halt von der Arbeit nicht länger abhalten und weiter viel Spaß. Dankeschön, herzlichen Dank.